Ja, also Paris und ich haben eine lange Geschichte. Ich bin mit 15 das erste Mal nach Paris gekommen. Und wirklich den ersten Tag, wo ich hier war, war mir eigentlich klar, dass ich nie wieder weggehen würde. Und so ist es eigentlich auch ein bisschen gekommen. Also ich habe fast 25 Jahre in Paris gelebt. Und für mich ist es meine zweite Heimat, sagen wir es mal so, natürlich. Ich liebe alles über Paris. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Stadt, die Schönheit der Stadt, die Poesie, die es in der Stadt gibt. Das französische L'art de vivre ist für mich, sag ich mal, die angenehmste Weise zu leben, Französisch selber zu sprechen, ist für mich schön. Und ich habe hier auch angefangen, bin hier auf die Schauspielschule gegangen und für mich sind das französische Kino und die Filme sind, habe ich eigentlich die besten Rollen gehabt. Nee, dann am liebsten bin ich dann zu Hause, sagen wir es mal so, weil ich bin halt selten in Deutschland und wenn ich dann komme, dann ist es meistens für ein Weihnachtsfest oder ein Geburtstag von meiner Familie. Da bin ich dann gern zu Hause. Aber ich mag auch Hamburg unheimlich gerne, muss ich echt sagen. Also ich habe eine schöne Zeit in Hamburg verbracht, als ich mit Fatih Akin da gedreht habe. Das war das erste Mal seit fast 20 Jahren, dass ich längere Zeit in Deutschland war. Und das hat mich echt zurück an meine Wurzeln auch gebracht. Mein Kaffee liebe ich eigentlich schwarz, ohne alles, ohne Zucker, ohne Milch. Längerer Kaffee, kein Espresso. Ab und zu mal ein Cappuccino, aber ich bin nicht so die Milchperson. Für mich natürlich Deutschland, weil ich dort so aufgewachsen bin und die Tradition vom Filterkaffee noch so mitbekommen habe. Ich mag auch gerne mal Espresso, so wie man hier in Frankreich trinkt, aber es ist da wirklich so nach dem Essen mal einen kleinen Espresso. Aber eigentlich so die Kultur und auch so dieser Nachmittagskaffee und Kuchen, wenn ich kann, halte ich das immer noch ein. Also das ist wirklich sehr deutsch von mir. Jeden Tag. Also wirklich, das ist die erste Geste des Morgens. Ne? Also auch gerade, wenn man eine Familie hat. Ich versuche echt 20 Minuten oder eine halbe Stunde aufzustehen vor meiner Tochter, damit ich mir einen Kaffee machen kann und der Tag in Ruhe anfangen kann. Geschmack als erstes, muss ich natürlich sagen, Fairtrade auf jeden Fall, aber Geschmack, also ich mag ihn nicht zu stark, nicht zu schwach, sagen wir es mal so. Ich mag gerne Kaffee, der aus Costa Rica kommt zum Beispiel, also so aus den Ländern ab und zu probiere ich mal neue Dinge.